Hallo und herzlich willkommen zum Thema Hydroponik. Ja, heute ausnahmsweise ganz früh mal hier im Haus, damit ich da mal so ein paar kleine Updates mache, denn das eine oder andere hat sich gezeigt jetzt, was geht und so weiter und so fort. Und von daher möchte ich euch das nicht vorenthalten. Und wir haben jetzt auch lange Zeit nichts mehr gemacht mit der Hydroponik. Wir hatten damals, vor kurzem, gemeinsam die Tomate zusammen gegossen, gedüngt in dem Sinne. Jetzt habe ich gerade so mir die Pflanze mal hochgenommen und dachte so, ups, was ist da los? Die ist so leicht. Oh, ja, jetzt hat sich fast verpeilt, ihr wieder Wasser zu geben. Nun gut, sie ist noch straff grün, obwohl hier oben ist so ein kleines bisschen schon, wo es anfängt zu labbern. Ja, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, wie das aussieht. Also wie gesagt, eine Zeit lang habe ich jetzt gar nicht mehr dort hineingeguckt, zwar beobachtet die Pflanze, man sieht sie ja, aber ansonsten, ja, nun ja, nicht wahr? Aber die hat ganz schön Wasser verballert. So, dann schauen wir uns auch die beiden Kandidaten an hier, die nicht unter Zusatzbeleuchtung stehen. Die stehen bei uns im Esszimmer am hellen Fenster, ohne Sonne, aber helles Licht direkt am Fenster. Funktioniert wunderbar, aber doch, dort gibt es eine ganz kleine Kleinigkeit, die ich euch zeigen möchte. Ja, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach an, weil ich habe so viele Sachen jetzt schon im Kopf über die Hydroponik, was ich hier machen muss oder machen kann in dem Sinne und euch zeigen möchte. Und von daher würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal ganz schnell an, denn die Sonne scheint draußen und ich möchte unbedingt nach draußen. Betrachten wir einfach mal die schönen gelben Tomätchen. Ach, das ist so schön anzusehen, dass das so wunderbar funktioniert. Wir erinnern uns, das war damals die Pflanze, die nicht wachsen wollte bei der Aussaat. Das war ein ganz, ganz mickriges, kleines Ding, hätte man normalerweise weggeschmissen. Nun ja, ich habe es dann einfach mal in so einem Steinwollwürfel gesteckt und dann hier auf dem Tisch stehen lassen. Ein bisschen Wasser drin, ist dann ein bisschen gewachsen. Und dann irgendwann kam sie in Hydroponik und seitdem ist sie wunderschön gewachsen. Also man sieht, ganz kleine Babys, die nicht wachsen wollen, muss man nicht wegschmeißen, sondern in der Hydroponik kann man dann tatsächlich das Ganze mal versuchen zu retten. Hat sich gelohnt. So, ich würde sagen, dann schauen wir mal an, wie es hier drinnen ausschaut. Mit der gelben Zwergtomate. Auf die Plätze, fertig, los, jetzt schauen wir mal in den Kasten rein. Ja, ich habe es hier damals sogar draufgeschrieben. Wir waren bei etwa 900 Mikrosiemens. Kann man es vielleicht so nicht gut erkennen. Das war 0,4 Gro, 0,8 Mikro und 1,3 Blom auf 1 Liter Osmosewasser. Wo ist denn jetzt der Haken? Da. So, ja, dann schauen wir mal rein hier in den Kasten, wie das Ganze aussieht. Upsi. Ich würde sagen, Wurzeln sind noch okay. Zum Glück nichts passiert. Wasser, ja. Eine ganz kleine Pfütze steht da unten noch drin. Also nicht wirklich viel. Also wir hatten letztes Mal den Kasten, glaube ich, gewechselt oder gesäubert. In dem Sinne, das heißt, wir können jetzt einfach Wasser auffüllen. Der Bottich ist noch so weit okay, ist also sauber. Ja, alter Falter, hat die fast den ganzen Potti leer gesoffen. Ist auch kaum zu fassen, ey. Alter Schwede. So, was haben wir hier noch drin? Ja, knapp 200 Milliliter. Also knapp 200 Milliliter waren jetzt hier noch an Wasser drin. So, okay. Dann ist sie jetzt für eine Zeit lang wieder versorgt und kann weiter wachsen. Ja, und die 900 waren jetzt okay, also 900 Mikrosiemens. Wir hatten ja vorher 600 gehabt, davor 1200. 1200 war zu viel, 600 war zu wenig. 900 scheint okay zu sein. Nun ja, wir werden die Tomate weiterhin gemeinsam beobachten. Kommen wir jetzt zu der Averoa Carambola in der Hydroponik. Also da bin ich so froh drüber, dass wir das ausprobiert haben. Schaut sich das doch mal einer an. Sie ist noch im Schlafmodus im Moment, die Blätter sind noch nicht aufgerichtet. Wie ganz früh morgens jetzt im Moment noch. Ja, also es klappt so wunderbar, das ist so genial. Hier haben wir bis jetzt auch nichts mehr dran gemacht, nichts verändert, gar nichts. Gucken wir uns mal eben die Wurzeln an. Ein bisschen Grünbelag kann man erkennen. Und ansonsten ist das Wurzelwachstum okay. Jetzt nicht mega viel, aber ist ja auch bei der Pflanze sowieso allgemein so gegeben. So, jetzt haben wir hier, kann man das so erkennen, ja, Grünbelag drin. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir es wechseln sollen oder nicht. Ist noch eigentlich noch okay. Aber ich würde sagen, ja, okay, komm, ich warte noch ein paar Tage. Aber ich denke mal, das müssten wir eigentlich bald mal wechseln. So, dann nehmen wir jetzt, wir trüb und grün langsam. Und von daher muss er also ein bisschen darauf achten. So, ja, Ficus Benjamina, Ficus Benjamini. Tada! Jo, der hat mal schon mal ein ganz anderes Wurzelwachstum hier. Das ist echt enorm. Das ist so cool anzusehen. Überlegen, wie klein das Ding war, als wir es hier reingesteckt haben. Hier ist jetzt etwa noch 2/3 an Wasser drin. Auch hier ist Algenbelag zu erkennen. Aber es ist halt so in diesen Töpfen, das Wasser selber wird nicht trüb und grün, sondern am Rand entwickeln sich Algen. Und das haben wir ja schon beobachtet bei diesen Töpfen, weil die etwas lichtdurchlässig sind. Also direkt am Rand können sich dann Algen entwickeln, aber im Wasser selber interessanterweise nicht. Ja, das nehmen wir einfach so mit, würde ich sagen. Aber man sieht, den Pflanzen geht es gut, ist noch alles okay. Also ich lasse das Wasser jetzt noch
einfach so, wie es ist und beobachte das Ganze natürlich weiter, damit wir an Erfahrung gemeinsam etwas mitnehmen. So, dann zeige ich euch mal kurz die... Das ist jetzt der Ficus Benjamini, Benjamina. Die Oberfläche von dem Steinwollwürfel, hier sehen wir, Moment mal, leichten weißen Belag hier. Das auch da hinten hinter. Das ist jetzt aber nicht tragisch. Das ist also kein bedrohlicher Schimmel oder dergleichen. Also es hat den Pflanzen bisher nichts gemacht. Ab und zu einfach mal kurz freispülen. Das ist also dann vollkommen ausreichend. Das soll man ab und zu mal machen. Und dementsprechend ist das dann auch wieder sauber. Lol. Hast du da einen Punkt da hinten? Okay. Das irgendwie ein Steinchen war oder so, kann ich jetzt nicht sagen. Aber normalerweise, also einmal einsprühen, dann ist das wieder sauber. Es bildet sich jetzt Grünbelag hier. Das ist optimal, denn dieser Grünbelag, der bildet später Moos aus und dementsprechend können sich dann die Moospflänzchen hier drauf entwickeln und dann hat man auch diesen weißen Belag nicht mehr oben drauf. Aber wie gesagt, das ist nicht tragisch, habe ich jetzt schon ein paar Mal beobachtet. Ab und zu einfach mal einsprühen, die Oberfläche sauber spülen im Prinzip. Dann könnt ihr auch mit der Gießkanne machen, ein bisschen klares Wasser drüber spülen, aber nach Möglichkeit kein Leitungswasser nehmen. Reines Wasser ist dann doch am besten, damit es halt wie gesagt auch sauber ist. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, das ist so eine geile Sache. Das ist so eine coole Sache. Alter Falter, guckt sich das mal einer an. Okay, Farbe passt gerade nicht, liegt an der Belichtung, aber ich denke mal, man kann es ganz gut erkennen. Ja, das ist so schön. Kommen wir jetzt zu unserem Hauptprojekt eigentlich. Ich ziehe mal kurz ein bisschen rüber hier. Ja, die Mini-Chili in der Hydroponik. Es ist so ein geiles Teil. Wir hatten sie ja damals in Vuxal Universal, Vuxal Blütenpracht, immer im Wechsel gehabt. Wer das verfolgt hat, weiß das ja. Und ja, dann sind wir übergegangen, auch das Ganze mit diesem GHE-Dünger, also Hydroponik-Dünger zu düngen im Wasser, nicht wahr? Und ja, sie wächst wunderschön. Es ist so ein geiles Bild und sie wächst und wächst und wächst und hört einfach nicht auf. Hier oben entwickelt sich alles neu, neue Blüten, Knospen und hast du nicht gesehen. Das ist so geil. So, jetzt habe ich hier auch lange Zeit nichts mehr dran gemacht, seitdem wir das letzte Mal geguckt haben. Und schauen wir uns das Ganze mal heute an, wie das aussieht. Upsila, ja. Upsila, was ist denn da passiert? Oh, ja. Okay. Also man sieht, jetzt könnten wir tatsächlich mal der Pflanze wieder etwas Wasser geben. Ich würde sagen, in dem Zuge werden wir das Wasser auch wechseln. Man sieht hier unten grün Algen, die sich hier entwickeln, ist nicht ganz so tragisch. Aber das ist, wenn jetzt von dem Wasservolumen her, wenn das immer weniger wird, dann kippt der Mist irgendwann um, dann fängt das an, sich zu zersetzen. Ne? Dann gehen die Algen kaputt und dann fängt das Ganze an zu verjauchen im Prinzip. Dann hast du so Jauche hier drin und dann geht die Pflanze auch kaputt, weil die Wurzeln kaputt gehen, logischerweise. So, das heißt also, wir werden hier heute das Wasser wechseln, komplett. Dementsprechend und dann das Ganze wieder aufdüngen. Hier waren wir bei der Mini-Chili bei 1200 Mikrosiemens und wir sehen, es ist vollkommen ausreichend. Da experimentiere ich jetzt auch nicht mehr rum. Versuche das noch ein bisschen zu erhöhen oder so. Es ist ja nur Quack mit Soße, nicht wahr? Ich meine, wenn es dir gut geht, warum sollst du dann noch mehr nehmen, damit es dir noch viel besser geht? Das geht irgendwann nicht mehr, nicht wahr? Von daher würde ich sagen, belassen wir es hier bei 1200 Mikrosiemens. Das haben wir auch bei den anderen Mini-Chilis, die hier am Tisch stehen, unter der Zusatzbeleuchtung. Die steht auch in der Zusatzbeleuchtung. Und die Tomate, die wir vorhin gesehen haben, die steht auch in der Zusatzbeleuchtung. Eigentlich ist Pflanzenlicht. Es ist ja kein zusätzliches Licht, es ist ja Pflanzenlicht. Denn sie stehen ja nur unter diesem Licht. Also sie haben kein Licht vom Fenster. Also von daher stehen sie tatsächlich nur unter diesem Licht. Also ist das dementsprechend auch Pflanzenlicht. Zumindest wachsen bei uns darunter sehr gut. Ja, es ist eine coole Kiste, Mann. Guck dir das mal, was die Wasser verballert hat. Von hier oben bis hier unten jetzt in dieser Zeit, seitdem wir das gemeinsam hier gemacht haben. Ich werde jetzt nicht mehr alles aufschreiben, weil das wird mir alles zu viel. Am besten ist, wenn euch ein Projekt interessiert, schreibt euch die Daten am besten immer sofort mit auf oder notiert euch das oder packt euch diese Filme, wo das gegeben ist, mit in eine eigene Playlist von euch. Legt euch eine eigene Playlist an, wo ihr das alles reinschmeißt. Dann könnt ihr da besser zurückgreifen drauf. Denn selbst mir fällt es schwer, jetzt wieder zu gucken, wann ich hier den Film gemacht habe, als wir hier das Wasser gewechselt haben, als sie hier in das Glas hineingekommen ist. Und ich meine, das ist kein Problem, nur es ist Zeit mit Zeit verbunden. Nicht wahr? Und die fehlt mir einfach, kannst du mal glauben. So, und von daher ja, sollte ich vielleicht viel mehr aufschreiben, aber ich kann auch nicht das ganze Glas hier vollkritzeln. Gut, ich kann es in Bücher schreiben, habe ich ja auch schon angefangen, aber ehrlich gesagt, irgendwann hast du dann 30 verschiedene Sachen da drin stehen, beständig nur rumblättern und das raubt auch wieder Zeit, auch wieder Quack mit Soße. Okay, man könnte am PC sich jetzt eine Liste anlegen, eine Excel-Liste oder dergleichen, wo man das alles reinschreiben, die Daten mit beipacken, hast du nicht gesehen. Aber auch das ist wieder mit Arbeit verbunden und ping,
Peng mit Soße. Nicht wahr? Es funktioniert, wir belassen es so und von daher brauche ich da eigentlich gar nichts mehr machen. Von daher, ja, wen es wirklich interessiert, der sollte sich dann tatsächlich eine Playlist anlegen und das Ganze dementsprechend dort hineinpacken. So, Klartex, sie bekommt jetzt erstmal neues Wasser, aber zunächst muss ich das Glas sauber machen. Habe ich denn jetzt noch ein zweites Glas davon? Wenn nicht, muss ich woanders reinpacken, muss ich gerade mal gucken. Jo, wo habe ich das denn? Jetzt habe ich kein Gefäß, wo ich sie hineinstellen kann, aber wir haben ja damals auch die Pflanze einfach an die Seite gelegt, wer sich noch daran erinnert. So, ich ziehe sie einfach mal vorsichtig hier raus, nehme das Glas und lege sie vorsichtig hier an die Seite. Da brauchen wir uns jetzt keine Angst haben, da passiert nichts mit. Die können wir ruhig so 2-3 Minuten liegen lassen, ist nicht so tragisch. So, mach ich mal eben schnell den Pott hier sauber. Ja, zu dumm bin ich doch nicht, pass mal auf. Ich habe das Glas jetzt sauber gemacht, mit klarem Wasser gespült und mit der Bürste richtig schön sauber gemacht. So, ich habe es hier drauf geschrieben, guck mal, ich hoffe, man kann es erkennen. 5.6. Am 5.6. haben wir das Schätzchen hier hineingepackt. Das heißt also, ein Monat hat das Wasser jetzt ausgereicht. Ist okay. So, ich hoffe, ich habe jetzt genug Wasser, weil ich weiß gar nicht mehr, wie viel hier reingeht. Ich habe erstmal 1 Liter angesetzt. Okay, reicht nicht aus. Nochmal kurz erwähnt, diesen Hydroponik-Dünger GHE darf man nicht mischen, soll nicht heißen, nicht im Wasser mischen. Natürlich kann man den im Wasser mischen, logischerweise, sonst funktioniert es ja nicht. Man darf aber die Komponenten hier nicht miteinander mischen, so wie sie jetzt sind, pur. Das sollte man nicht machen, das ist nicht so gut. So, jetzt haben wir einen 2 Liter hier fertig mit 1200 Mikrosiemens. Mal gucken, wie viel jetzt hier reingeht. Kleines bisschen Luft können wir vielleicht lassen oben, damit jetzt das nicht überläuft. Ich würde sagen so. Gut, das sind jetzt knapp 400 Milliliter noch, also 1,6 Liter haben wir jetzt hier an Nährlösung, an ja, Injektion in dem Sinne. So, tada, er kommt wieder ins Wasser und darf uns weiter mit seiner Schönheit erfreuen. Das ist so genial, das ist so genial. So, mir ist gerade noch was eingefallen, als ich das Gerät sauber gemacht habe und zwar... kann es passieren, nicht wahr? Es ist ja meist so, ganz dummer Zufall, nicht wahr? Machst sauer, ping, ist das Glas kaputt. Und was machst du dann? Du hast kein zweites. Also Klartext, ich werde heute, ich weiß noch nicht, ob ich es heute schaffe, oder morgen auf jeden Fall nochmal losfahren, mir ein neues Glas besorgen. Wo ich das besorge, erzähle ich euch jetzt nicht, weil sonst könnte es sein, dass morgen keine mehr da sind. Weiß Bescheid. Ja, nicht wahr? So ist das. Okay, ich denke mal, das ist mit einer der coolsten Hydroponik-Geschichten, die wir haben. Ganz klarer Fall, wir werden dieses Mal das Glas sofort abdunkeln, damit sich erst gar keine Algen mehr so großartig entwickeln, wie wir das jetzt gehabt hatten. Denn das Glas stand damals nach dem 5.6., ich glaube eine Woche oder anderthalb Wochen offen und dementsprechend kam hier dann natürlich auch Licht hinein und das war tatsächlich nicht so gut. Es war nicht tragisch, wir haben gesehen, es hat funktioniert, aber nichtsdestotrotz wollen wir das Glas noch sauber behalten, beziehungsweise das Wasser, damit wir vielleicht auch zwischendurch mal unser Schätzchen hier präsentieren können. Also zeigen in dem Sinne, nicht wahr? Kurzfristig kann man das ja ruhig mal aufmachen, das ist nicht so das Problem. So, ich hoffe, der Kleber hält jetzt noch hier. Ja, dann kann man tatsächlich das Papier einfach mal abmachen und dann die Pflanze präsentieren im Prinzip. Auf den Tisch stellen, ich glaube, wenn du Besuch kriegst oder so. Das ist ein geiler Anblick, kannst du mal glauben. Sowas hat nicht jeder gesehen, außer hier bei uns. Dann kommen wir jetzt zu unserem Mega-Baby. Die Habanero weiß. Wer die Geschichte kennt, weiß Bescheid. Ja, das Schätzchen wollte nie wachsen. Seitdem sie in der Hydroponik ist, ist sie wunderschön am Wachsen. Das ist so genial. So, jetzt ist hier auch schon... Ja, knapp die Hälfte des Wassers weg. Jetzt habe ich ja noch ein bisschen von gerade übrig und dann kippe ich erstmal das Ganze wieder auf. Füll das auf, nicht kipp das auf, lol. Was für ein Deutsch. So, rein damit. Hier gibt es aber ein kleines Problem. Ah, nee, es ist eigentlich kein Problem. Es ist auch Quark mit Soße eigentlich auch wieder. Sie wollte ja sowieso nie richtig wachsen. Gut, jetzt haben wir es so weit hinbekommen, dass sie wächst. Sie ist groß geworden. Allerdings der obere Bereich etwas hell. Ist aber nicht ganz so tragisch. Wir sehen, die unteren Blätter sind dunkelgrün. Das heißt also, auch diese Blätter werden grün, dunkelgrün werden. Müssen wir weiter beobachten. Ich möchte den Wert hier jetzt nicht erhöhen. Ja, einfach um das Ganze auch weiter zu beobachten, zu begleiten. Und von daher würde ich sagen, lassen wir es erstmal dabei. Gegebenenfalls werden wir später eingreifen, wenn sich wirklich das Ganze fortlaufend so entwickelt, wobei ich nicht davon ausgehe. Ach siehste, Tomate. Ich glaube, die muss jetzt in die große Hydroponik, die wir am Anfang gesehen hatten. Das machen wir nächstes Mal. Ja doch. Ja, siehst du, so kommt es von eins zum anderen. Das muss ich immer wieder verändern, damit es auch dementsprechend weitergeht. Wenn die Pflanzen zu groß werden, brauchen sie auch einen größeren Pott. Das heißt, auch die hier wird voraussichtlich beim nächsten Mal in 2-3 Wochen einen größeren Topf brauchen. Jo, das macht so viel Freude. Hydroponik. Bist du auch schon Hydroponik geil?
Noch nicht Hydroponik, nein. Alter Schwede, ich kann dir nur raten, beschäftige dich damit, es ist so genial. Es ist sowas von genial. So, hier die andere. Ah, es ist so schön. So schön, es macht einfach nur Freude. Ich zeige einfach jetzt nur mal hier und da so ein bisschen, nicht wahr? Einfach mal guck hier, da ist auch ein bisschen Grünbelag drin. Wie gesagt, das ist nicht tragisch, das ist alles okay soweit. Was wollte ich denn noch? Ach, hier, guck mal. Die Mini-Mini-Chili, wer sich noch erinnert, die hat man vor kurzem reingepackt. Tada! Ist das cool. Guck mal, die kleinen Babys. Was die für lange Wurzeln schon haben. Es ist so genial. Und auch die stehen bei 1200 Mikrosiemens. Ja, das Weiß lässt das Ganze jetzt ein bisschen dunkel erscheinen. Aber egal, ich wollte es einfach mal ganz kurz gezeigt haben. Es ist einfach nur bombastisch. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Nein, das ist kein Hydroponik. Das ist Otto Normal. In ganz klein. Also auch nicht normal. Ach Mann, das ist so schön. Es ist so schön. Es macht so viel Spaß. Könnt ihr mir glauben? Ich könnte hier explodieren. Am liebsten würde ich hier ganz, ganz viel machen. Ja, ein Riesengewächshaus und jeden Tag immer wieder was Neues. Es ist so wunderbar. Oh Mann. Ich kann mich nicht satt dran sehen. Ach so, guck mal hier, die Tomate. Das ist die Tomate in der Erde. Auch sowas haben wir. Tatsache. Tomaten in der Erde. Auch das funktioniert wunderbar. Jede Menge Blütenansätze. Allerdings habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, ob hier auch Fruchtansätze irgendwo gegeben sind. Kann ich jetzt momentan noch nicht erkennen. Ehrlich gesagt, das ist alles noch ein bisschen klein. Nur so ganz kleine Kügelchen. Boah, okay, gucken wir mal, wie sie sich hier weiterentwickelt. Sie hat ja schon Früchte getragen. Und dementsprechend dann ein enormes Wachstum für einen Zwerg, nicht wahr? Hingelegt und auch neue Blütentriebe direkt entwickelt. Wir kennen ja die Zwergtomate von draußen und wissen dann ja auch, was dort an Früchten sich jetzt entwickeln können. Oder auch bei der Hydroponik-Tomate von vorhin, vom Anfang des Filmes, haben wir es ja auch gesehen. Es war dann dementsprechend einfach nur genial. Ja, Hydroponik. It's my life. It's my life. Macht das Spaß, das kann ich euch sagen. So, hier habe ich meinen Grundzettel, wo ich immer die Werte draufstehen habe, damit ich nicht jedes Mal suchen muss, wen ich wie dünge. Also nicht wie, sondern wir haben ja eigentlich nur zwei Varianten: einmal 600 und einmal 1200. Okay, einmal 900 jetzt bei der Tomate. Da muss ich so ein bisschen rantasten, was möglich ist und nicht möglich ist. So, ich mache es Feierabend, ich muss nämlich nach draußen jumpen, weil jetzt die Bonsai ganz schnell gegossen werden müssen. Das ist jetzt so die Zeit ungefähr, müssen jetzt halb acht, acht haben ungefähr. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns am nächsten Film mal wieder. In dem Sinne, euer Dele Römisch und viel Spaß mit euren Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Und ich kann euch nur raten, beschäftigt euch mit Hydroponik. Es ist mega cool. Wir sind schon auf richtig coole Sachen gestoßen. Wie einfach das Ganze ist und vor allen Dingen, wie interessant das auch anzusehen ist. Okay, bei den Behältern müssen wir vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, die schicker zu bekommen. Das ist aber auch nicht das Problem, wenn man es will. Nicht wahr? Im Moment geht es mir hier erstmal nur darum, die Pflanzen. Nicht wahr? Das andere drumherum kommt irgendwann mal. Von daher, wir können hier, denke ich mal, eine ganze Menge mitnehmen im Laufe der Zeit. Das ist so genial. So genial. Und wie gesagt, ich muss losfahren, mir neue Behälter besorgen hier. Ich will noch ein paar mehr besorgen, damit ich was auf Vorrat da habe. Nicht, dass es die Dinger irgendwann mal nicht mehr gibt. Habe ich auch schon erlebt. Ich habe ein cooles Teil gefunden. Und dann denkst du irgendwann mal, oh, komm, hol mal noch einen. Und dann fährst du hin und haben wir nicht mehr. Wissen wir nicht, wann es die mal wieder gibt und so weiter und so fort. Nicht wahr? Also, wenn es was Cooles gibt, dann am besten gleich auf Vorrat holen. Ja, nicht wahr? Weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald. So, jetzt aber zacki, zacki. Die Bonsai warten.